Herzlich willkommen zur vierten Folge. Wir sind hier in den Felsengärten Mühlhausen an der Enz, also nicht mehr am Rhein, Naturschutzgebiet. Und die Lektionen des Lebens sind manchmal so, dass wir die Lernschritte, die Erfahrungen, die Erkenntnisse vermeiden wollen. Macht dich vielleicht dein Partner wütend? Bist du deswegen vielleicht unehrlich oder untreu? Glaubst du wirklich, dass du damit deine Probleme erledigen kannst? Glaubst du vielleicht, dass andere dein Leben ruinieren können? Und vermeidest du die Erkenntnis, dass du es vielleicht bist? Vermeidest du, andere zu verzeihen und leidest lieber weiter selber? Du produzierst praktisch dein eigenes Leid. Oder denkst du, dass alle Menschen unsympathisch sind? Nur du bist sympathisch. Ja, dann versuch doch, dich einfach mal sympathisch zu verhalten. Und guck mal, ob die Situation sich verändert. Aber wie macht man das, sympathisch zu wirken? Immer den anderen zuhören. Verkneife dir deine gut gemeinten Ratschläge. Sei einfach der entspannte, geduldige Fels in der Brandung. Gebe von ganzem Herzen ehrlich gemeintes Lob und Anerkennung. Strahle Hoffnung, Zuversicht und Optimismus aus. Das mögen die Menschen. Bleib in der Gegenwart. Wärme nicht immer Vergangenes auf. Das kannst du dir sparen. Ja, das stärkt sogar dein Selbstvertrauen. Aber weißt du was? Manche Menschen torpedieren ihr eigenes Selbstvertrauen. Ist das nicht schrecklich? Wie kann man sein eigenes Selbstvertrauen torpedieren? Dazu morgen mehr. Und denk dran, ab Mitte August Reiseberichterstattung auf YouTube ab 13. August 2020.